Hallo und herzlich willkommen zu eurer täglichen Dosis Green Tea Let's Play, hier zurück zu Diablo 3 und zu einem weiteren Überbrückungsvideo, wo wir den Boss von Akt 2, Belial, den Herr der Lügen, besiegen werden. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Den Göttern sei Dank, ihr seid gerade noch rechtzeitig. Ja, bla bla bla, das interessiert keinen. Und ja, in der ersten Phase ist eigentlich noch ziemlich einfach bei diesem Boss. Denn da geht es eigentlich nur darum, dass wir diese Schlangen besiegen und ja, was gibt's da für Tipps? Eigentlich nur seine Ressourcen aufzubauen und am besten kein Leben zu verlieren. Also für den Barbaren würde ich jetzt sagen, einfach gut aufbauen und danach auch möglichst viel Leben haben, sonst kann man im ersten Akt in der ersten Phase von diesem Boss eigentlich nichts anderes machen. Es kommen halt sehr, sehr viele Schlangenviecher. Und ja, sonst gibt es ja eigentlich dazu zu erzählen. Ich werde nicht fallen! Diese Welt ist mein! Gut, damit haben wir Phase 1 abgeschlossen. In Phase 2 kommt Belial zu uns herunter und kämpft gegen uns. Ist allerdings noch ziemlich schwach und man muss dabei auch nicht wirklich etwas beachten. Außer halt möglichst den Spell, auf dem sehr, sehr viel Cooldown drauf liegt, möglichst früh rauszuhauen und ihn halt immer zu streifen. Ansonsten gibt es auch hier nicht viel zu beachten. Wenn er halt ein bisschen Leben verloren hat, beschwört er dann weitere Dämonen, also diese Schlangenviecher dabei, aber die sind auch nicht sonderlich stark und ja, da muss ich wirklich was beachten bei ihm in der zweiten Phase, außer halt, dass er dann da ist und man ihn möglichst schnell umlasten sollte, denn es kommen erst nur mehr Schlangenviecher und da macht glaube ich auch ein bisschen mehr Schaden, aber ansonsten sollte das auch nicht weiter ein großes Problem darstellen, ihn zu besiegen. Halt einfach nur immer streifen um ihn herum und du solltest das Ganze schon ziemlich einfach sein. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir! Und sobald man ihn dann auf 20% Leben hat, teleportiert er sich halt weg und verwandelt sich in seine wahre Gestalt und wir treten auch in die dritte Phase ein, wo wir dann mehr oder weniger in einem Albtraum feststecken und er in seiner wahren Gestalt da ist. Ja, was es hier zu beachten gibt, habe ich zwar schon in der eigenen Folge mal erklärt. Jedenfalls kommen da immer wieder so grüne Kreise am Boden, wo er dann hinschlagen will. In diesen Kreisen sollte man dann auf keinen Fall drinstehen, deshalb sollte man hier immer in Bewegung bleiben, damit man schnell ausweichen kann. Ja, optional diesen Strahlen könnte man ausweichen, wenn man irgendwie springen kann. Also diesen Strahl, den er vor sich schießt, könnte man ausweichen, wenn man springen kann oder als Monk sich eben irgendwie gegen Schaden immun machen kann. Sonst kann man da nicht wirklich ausweichen und hin und wieder fällt man dann halt auch an, diese komischen Kreise hier zu beschwören. Denen sollte man dann einfach ausweichen, wie ich es gerade getan habe. Und ja, diesen Schlägen sollte man sowieso immer ausweichen. Also am besten immer so ein bisschen dann daran vorbeilaufen. Wir sehen jetzt hier den Schlag laufen hier rüber. Wo wir dann als nächstes hinschlagen. Jetzt machen wir hier so einen Strahl. Es erscheinen übrigens auch Heilungen und wenn man Leben verliert, sollte man sich die vielleicht gelegentlich holen. Und natürlich auch immer brav den Schlägen ausweichen. Jetzt so ein großes Teil, das heißt, dass er will mit beiden Fäusten zuschlagen. So, wenn man hier allerdings immer schön drauf ausweicht, sollte man auch nicht allzu viel Leben verlieren. Ja, hin und wieder mal durch den Strahl, aber dieser Strahl, wie ich ihn nenne, macht nicht wirklich viel Schaden. Gut, jetzt kommt wieder das, da steckt er so beide Hände in den Boden und beschwört mit so kleine Kreise, die explodieren und Schaden machen. Da kann man einfach so ein bisschen ausweichen, wenn man sich hier ein bisschen konzentrieren würde, anders als ich. Ich muss jetzt einen Heiltrank trinken, weil ich unfähig war. Ja, was soll man machen? So ist das halt. Ich bin halt unfähig. Das geht noch nicht. So, er schlägt dahin wieder. Wir wollen einfach hier rüber, um auszuweichen und dann trifft er uns schon nicht. Sobald wir nicht mehr in diesem grünen Teil drin sind, trifft er uns schon nicht. Ja, mich hat er jetzt gerade getroffen, weil ich unfähig bin. Ja, ich bin unfähig. So. Und weiter auf ihn einschlagen. So, immer schön drauf ausweichen. Jetzt steckt er dahin und wir gehen einfach hier rüber. Und
Tum-tum-tum. Und er passt die Stelle, wo er hinschlägt, auch immer ein bisschen in unsere aktuelle Position an. Also ihr könnt jetzt nicht einfach in einer Ecke stehen und hoffen, ja, der wird dort nie hinschlagen, denn wenn er in einer Ecke steht, wird er in diese Ecke zielen und dann so gemein dorthin zielen, dass ihr natürlich nicht ausweichen könnt. Was ich auch ein bisschen gemein finde, und ich habe ihn gerade irgendwie vor dem Safe-Spot erwischt. Weil irgendwie hat er dort überhaupt nicht hin angegriffen, was ich recht angenehm finde. So, Erdbeben funktioniert interessanterweise gegen ihn. Auch wenn ihn das Erdbeben eigentlich gar nicht berühren sollte, aber es funktioniert gegen ihn. Wäre es einfach ein bisschen komisch, wenn das Spell einfach gegen etwas sinnlos wäre. Fände ich dann auch ein bisschen gemein. Oh ja, ihr seht schon, wir haben nicht wirklich Probleme, wir müssen zweimal einen Heiltrank nehmen, aber auch das hätte nicht sein müssen. Ich wollte das dann einfach nur effizienter haben, als dass ich mir jetzt die Heals holen muss. Weil, genau, da hatte ich gerade keinen Bock drauf. Und ja, mit dem Ausweichen habe ich selbst nicht so, denke ich auch nicht immer dran. Aber naja, ist ja nicht so schlimm, wenn man halt ein paar Mal getroffen wird, aber man sollte halt nicht die ganze Zeit getroffen werden. Gut, er beschwert wieder seine Explosionen, die uns, wie ihr seht, folgen. Und ich habe gerade ein bisschen Schluck aufbekommen, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. So, und dann können wir schon weiter auf ihn einschlagen. Und ja, ihr seht schon, ihr seid auch problemlos, wenn ihr euch an ein paar kleine Tipps haltet, die immer ausreichen und in Bewegung bleiben. Weil ihr könnt natürlich auch so starr vor ihm bleiben und wirbeln, aber dann ist es schwieriger auszureichen, als wenn ihr immer so ein bisschen in Bewegung seid. Und am besten auch immer so zwischen den Schlägen ein bisschen bewegen, weil dann seid ihr einfach mutiger und könnt dann einfach gezielter ausweichen, wenn ihr denn ausweichen müsst. Und ihr könnt entsprechend, dass ihr ausweichen werden müsst. Die KI ist da schon ziemlich gut, die auf euch zielen. Und ja, da haben wir noch schon gesehen. Leuchtet alles ein bisschen auf und wir kommen zurück in die normale Welt. Sehr schön. Ja, das interessiert uns nicht. Wir wollen nur den Loot aufheben. Top, 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 top. Ein wunderschöner Hammer. Können wir diesen Hammer denn gebrauchen? Nein, aber ich will einfach mal wissen, wie der Hammer aussieht. Okay. Okay, ja, neue Brustrüstung. Sehr schön. Dies, das, bla, bla, bla. Dieser Helm. Dieser Helm überzeugt mich aber aus irgendeinem Grund nicht. Haben wir schon letztes Mal bekommen. Ja, und ich level natürlich auch zwischen den einzelnen Aufnahmen jetzt geringfügig ein bisschen, weil ich muss eben erst zum Boss hinlaufen und da halt ein paar Gegner töten und so und ja. Und ich wiederverwerte natürlich das ganze Zeug auch außerhalb dann der Aufnahme und so und ja. Die Folge jetzt wird etwa 8 Minuten gehen und ja, ich... Ist sehr viel kürzer als die normalen 30 Minuten Parts, aber ist vielleicht ja auch mal was Schönes. Könnt ihr in den Kommentaren zu schreiben, was ihr davon haltet. Und ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und ihr könnt gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Und damit bis dann.